Wovon werden wir leben? Eine Frage, die sich Perumicic seit fast 25 Jahren stellt und die ihn zu einem der renommiertesten Zukunftsmanager gemacht hat. Er nimmt uns mit zu verschiedenen Sichten auf die Zukunft und lässt uns durch seine 5 Zukunftsbrillen schauen. Begleiten Sie uns durch dieses hochspannende Interview über unsere Zukunft. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre, heute einen der renommiertesten Zukunftsmanager zu Gast zu haben. Dr. Perumicic. Lieber Peru, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Silvia. Peru, du bist nicht nur Gründer und Vorstand der Future Management Group, sondern auch Direktor des Leader Foresights Institut, Gründungsmitglied der Association of Professional Futurists, Beirat, ehemaliger Präsident, ehemaliger Vorsitzender, mehrfach preisgekrönter Buchautor und auch Vortragsredner. Das ist ja eine ganz schöne, wie soll ich sagen, beeindruckende Agenda, die du da jetzt schon vorzuweisen hast. Und ich hätte jetzt mal gesagt, du bist ja noch mitten im Leben, da ist ja noch einiges zu erwarten, oder? Ja, ich habe ja so meinen Lebenshorizont auf das Jahr 2067, so Mitte Oktober, gelegt. Da werde ich 100. Das ist so der Zeithorizont. Ich bin immer mal wieder versucht, das zu verlängern. Aber es ist auch okay, wenn es bis dahin funktioniert. Also, ja. Ich habe schon eine ganze Menge gearbeitet, werde das auch noch weiterhin tun. Ja. Und das Ganze widmet sich ja immer einem Gesamtthema. Das sind ja dann nur verschiedene Formate, in denen ich das auslebe. Du sagst, es widmet sich einem Gesamtthema und du beschäftigst dich ja wirklich in der Hauptsache mit Zukunft managen. Also wie kommen wir mit dem, was uns erwartet, zurecht? Und einer deiner wichtigsten Fragen, die du dir ja schon lange stellst, so wie ich auch nachlesen konnte auf deiner Website, ist, wovon werden wir morgen leben? Genau. Die Grundmotivation ist, dass ich mich ärgere, dass es mich wütend macht, wie sehr kurzfristorientiert der Mensch so ist. Das liegt an unserer Biochemie im Kopf. Wir sind gemacht für das Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Das war vor 20, 30.000 Jahren auch richtig. Immer das, was sich gut angefühlt hat, war gut für uns. Was sich schlecht angefühlt hat, war schlecht für uns. Also mussten wir nur den Instinkten folgen. Und während aber heute es eher so ist, dass man manchmal etwas tun muss, was unangenehm ist, was schwierig ist, damit die Zukunft besser wird. Und etwas, was sehr angenehm wäre, wir nicht tun sollen, damit die Zukunft besser wird. Das, was auf uns zukommt, wird ja immer dramatischer, immer schneller. Mhm. Und in dieser komplexen Welt sind Menschen zu sehr geneigt, bei dem zu bleiben, was sie kennen, sind sehr geneigt, den Wandel zu ignorieren. Und wenn sie ihn sehen, dann sich schön zu denken. Und dieses Zukunftmanagen heißt ja nicht, dass ich etwas an der Zukunft herummanipuliere, sondern es geht darum, dass ich mit dem, was ich über die Zukunft weiß, mit dem, was ich über die Zukunft vermute, in meinem Kopf gut umzugehen und im Kopf meiner Kollegen und Mitarbeiter gut umzugehen. Und das ist Zukunftsmanagement, wenn man die Gedanken im Kopf anreichert, weil nur im Kopf ist ja die Zukunft, woanders gibt es ja keine Zukunft, nur da kann ich sie managen. Wenn man die Gedanken anreichert, wenn man sie in Frage stellt, wenn man sie solider macht, ordnet und wirksamer macht. Jetzt bist du ja nicht nur seit gestern mit diesem Thema unterwegs. Sag, wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen? So als junger Mensch beschäftigt einen ja viel oder interessiert einen ja auch viel. Und du hast vorher gerade schon gesagt, dich hat das geärgert. Ist das auch der Auslöser gewesen?
Das war möglicherweise ein Teil des Auslösers. Das war sicher für mich noch nicht so klar, dass das Grundübel oder ein Grundübel der Menschheit unsere Kurzfristorientierung ist. Ich habe aber wahrscheinlich es, man könnte sagen, gespürt. Ich habe irgendwann, da war ich so 23 und Student, das Wort Frühwarnsystem gelesen. Frühwarnsystem, Früherkennungssystem, und das war für mich in der Bedeutung etwas, was versprach, dass man vor die Ereignisse schauen kann, dass man früher weiß, was passiert als andere. Das hat mich fasziniert. Und da ich schon immer selbstständig sein wollte, Unternehmer sein wollte und das auch immer war und nie angestellt war, wollte ich das in einem unternehmerischen Kontext machen. Ich wollte mich darauf spezialisieren und mit dieser Spezialkompetenz in eine Art von, ja, Beratungsgeschäft einsteigen. Das war mir relativ klar. Ich hatte Unternehmer erlebt, ich hatte Unternehmensberater, Beraterinnen kennengelernt, habe mich dafür fasziniert und so verwob sich das zu einem Konzept. Ich habe einfach während des Studiums schon Projekte dazu gemacht, habe mit Unternehmern gesprochen, irgendwann meine Diplomarbeit darüber geschrieben und das einfach weitergemacht und bekam dann den einen oder anderen Auftrag und habe daraus dann ein Unternehmen gemacht. Das heißt, im Prinzip ist deine Vision, wenn ich das richtig verstehe, auf dich zugekommen durch den Impuls des unternehmerischen Denken und Handelns und des Impulses, des, ja, Ehrgeiz, dass wir so kurzfristig nur unterwegs sind, richtig? Ja, ich denke, dass es die Kombination ist, die es wahrscheinlich bei jedem ist, der was findet, was ihn fasziniert. Es ist ein Impuls von außen. Im Prinzip kann man ja sagen, durch dieses eine Wort Frühwarnsystem hat sich mein berufliches Leben bestimmt. Es ist aber auf einen gewissen Boden gefallen. Es ist auf den Boden gefallen, dass ich mich für Unternehmertum früh fasziniert habe, dass ich mich für Zukunft früh fasziniert habe und auch für methodische Erkenntnisgewinnung. Also, dass man vernünftig entscheidet, durchaus die Emotionen und Intuitionen nutzt, aber sie eben in einem methodischen Rahmen nutzt. Und das sind so Faszinationen, die ich damals schon hatte und gespürt habe. Und zusammen mit diesem externen Impuls und ein, zwei, ja, Gelegenheiten und Menschen, die man kennenlernt, ergibt sich dann so ein Gesamtkonzept und man folgt zwar auch dem, was man außen sieht, aber folgt auch sich selbst, folgt der eigenen Leidenschaft. Und wenn ich sage wütend machen, dann ist das ja gleichzeitig auch ein Grund für eine Leidenschaft im buchstäblichen Sinne. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich vieles von dem, was mich darüber hinaus interessiert hat, also ob das jetzt nun Geschichte war oder Psychologie oder Philosophie war, das lässt sich alles in dieses Thema, in diesen Bedarf Zukunftsmanagement zusammenfassen. Und wenn man es eben so kombiniert, dann wird es auch eine einzigartige Positionierung. Absolut, absolut. Und du hast jetzt gerade was sehr Schönes gesagt, nämlich dass das Außen und das Innen muss zusammenstimmen, dann fällt es auf einen fruchtbaren Boden. Und man könnte auch sagen, Vorbereitung und Gelegenheit treffen sich und dann trifft einem auch die Vision beziehungsweise das Glück. Genau, und das gilt sowohl für den einzelnen Menschen wie auch für die Klienten, die meine Firma Future Management Group berät und bedient. Das sind ja eher große Unternehmen, eher private, eher Familienunternehmen, ob das jetzt nun Miele ist oder Wilron Boch ist oder viele große Automobilzulieferer, so die Hidden Champions aus dem deutschen Sprachraum sind das überwiegend. Auch dort gilt das. Also auch eine Firma, auch eine Gruppe von Menschen hat so eine Art Grundorientierung, Grundleidenschaft, Grundmotive und die müssen aber mit der Zukunft abgeglichen werden. Es kann also durchaus passieren, dass man eben seinen Leidenschaften, Interessen folgt, aber es passt eben nicht mehr in die Zukunft und dann ist die Frage, wovon leben wir morgen? Zu beantworten und dies dann nicht damit zu beantworten, dass wir einfach das tun, was uns gefällt. Deshalb ist diese Aufforderung, mach dein Ding, eben maximal die Hälfte der Botschaft und maximal die Hälfte des Weges. Wenn du jetzt sagst, das Grundmotiv muss mit der Zukunft abgeglichen werden, was heißt es dann für eben Unternehmen? Wie gehst du davor, dass das
überhaupt möglich ist, weil eventuell, wenn du jetzt von Miele oder Villeroy-Boch und solchen großen Unternehmen sprichst, dann sind die ja auch ein Stück weit von ihrer Tradition her verhaftet. Wie haust du die quasi aus ihren Denkbaren raus, dass die das auch zulassen können, was notwendig ist? Nehmen wir mal das Beispiel Elektromobilität, das ja aktuell ist und auch für Deutschland eine große Bedeutung hat. Menschen haben fünf verschiedene Bedürfnisse, fünf verschiedene Arten oder Interessen, an die Zukunft zu denken und in die Zukunft zu sehen. Ich nenne das die fünf Zukunftsbrillen. Und die kann man sehr methodisch ausarbeiten, wie wir das in unserem Projekt machen. Die kann man aber auch sehr einfach und intuitiv für sich selbst aufsetzen. Die erste Zukunftsbrille ist die Brille für die Zukunftsannahmen. Also was wissen wir und was glauben wir, wie sich der Markt entwickelt? Jetzt könnte man sagen, ja, Prognosen sind immer falsch. Besser verzichten wir auf Prognosen. Das stimmt auch. Wir können alle wunderbar ohne Prognosen leben. Aber niemand lebt ohne Annahme über die Zukunft. Wenn man ein Werk baut, wenn man ein Produkt entwickelt, wenn man Menschen einstellt oder entlässt, basiert das immer auf Annahme über die Zukunft. Also man kann das, wird das gar nicht los. Man kann das nicht zur Seite schieben. Und diese Annahmen gilt es auf den Prüfstand zu stellen. Also wenn ein Unternehmen, das Automobilzulieferer ist und Kolben herstellt oder Zylinderkopfdichtungen herstellt, dann müssen wir in Frage stellen, ob die Annahme, dass man das noch ganz lange brauchen wird, diese Produkte, ob das tatsächlich stimmt oder ob es Argumente dagegen gibt, ob es Technologien gibt, ob es potenzielle neue Wettbewerber gibt, ob es neue Lösungen gibt, ob sich das Kundenverhalten gerade ändert oder ändern wird. Und dann müssen diese Annahmen, diese oft auch unausgesprochenen Überzeugungen darüber, wie die Zukunft wird, wirklich angegriffen werden. Die müssen beschossen werden mit Argumenten. Und wenn sie trotzdem standhalten, dass man weiß, ja, wir werden auch im Jahr 2030 und 40 noch einen großen Anteil von Verbrennungsantrieben haben, wenn das die Überzeugung dann ist, dann muss man sich die nächste Zukunftsbrille aufsetzen. Und wenn man aber merkt, es könnte sein, dass sich die Geschichte wiederholt und wir genauso schnell vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor kommen, wie wir von der Kutsche zum Auto gekommen sind, das waren 10, 15 Jahre, wo es einen Riesensprung gab, dann könnte es sein, dass wir in 15 Jahren eben zu einem großen Teil, 50-60%, die Neufahrzeuge nur noch als Elektrofahrzeuge kaufen. Also das sind Überlegungen, die man sich machen muss. Wir können dafür immer nur die methodische Grundlage, die Argumente, die Überzeugung, die großen Trends, die grundlegenden Technologien bringen. Wir können aber nicht einschalten oder ausschalten und auf den Knopf drücken, was unser Klient glaubt oder nicht glaubt. Wir können dafür kämpfen, aber es ist letztendlich immer die Annahmen des Klienten, die da entscheiden. Also das ist die eine Zukunftsbrille, wo es darum geht, überhaupt mal die Wahrnehmung zu solidieren, die Menschen von der Zukunft haben, die Menschen von ihrem Umfeld haben. Und das ist immer erstaunlich selten bearbeitet, das ist immer erstaunlich selten bedient, das ist erstaunlich selten geprüft. An was liegt das, dass das so ist? Unser Gehirn ist so gebaut, dass es sich ja permanent Annahmen macht über die Umwelt. Es hat einen Confirmation Bias, es ist so gebaut, dummerweise, dass es diese Annahme nicht ständig in Frage stellt, sondern dass es immer nach Informationen sucht, die Annahmen zu bestätigen. Das ist im ganz Einfachen und Primitiven sind es die Vorurteile, es sind die Gewohnheiten, es sind einfache Überzeugungen und Glaubenssätze. Und wenn man das hochskaliert auf ein großes Unternehmen oder auch auf ganze Staaten, dann wird es eben gefährlicher, dann wird Ausmaß der potenziellen Auswirkungen immer größer, weil wir diesen Confirmation Bias haben. Wir wollen, dass unsere Annahmen stimmen. Da tritt nämlich die Emotion dann in einen gewissen Konflikt mit dem, was rational geboten wäre. Und das heißt, dass wir dann irgendwie verhaften in Prinzipien uns festhalten, wenn ich das jetzt vielleicht mal schlicht übersetze.
Wir halten letztlich an veralteten Annahmen fest. Und wenn man sich anschaut, welche Unternehmen scheitern, wenn man jetzt die ganz bekannten Fälle nimmt, von denen alle erzählen, ob das jetzt so Nokia oder Kodak sind oder eben jetzt gerade in dieser Welt der Elektromobilität. Wir haben ja beobachtet, dass über viele Jahre hinweg man schlicht ignoriert hat, dass es einen Hersteller gibt, in diesem Falle Tesla, der beweist, wie Elektromobilität funktioniert, und zwar mit vielen Mythen auch brechend. Also, dass Elektroautos klein sein müssen, dass sie hässlich sein müssen, dass man Langstrecken nicht fahren kann und so weiter. Das widerlegt dieses Unternehmen. Und trotzdem gibt es heute noch, man kann heute noch die Zeitung aufschlagen und lesen, dass Menschen aus der Automobilindustrie sich die Zukunft zurechtdenken und auch tatsächlich ausblenden, dass es das gibt. Unternehmen scheitern zu einem guten Teil an den falschen Zukunftsannahmen der Führung. Das ist ein interessanter Satz. Und es braucht, wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade in der Führung von Unternehmen, also auch Geister, die neugierig sind auf die Zukunft und die zulassen können, dass es eben Änderungen gibt, die bitte auch beachtet werden dürfen, wenn man nicht auf der Strecke bleiben will. Ja, dafür braucht es dann, wenn man das in der Folge fortsetzt, ich hatte ja von den fünf Perspektiven gesprochen, braucht das die zweite, braucht das diese rote Zukunftsbrille. Mhm. Rote Zukunftsbrille heißt, was ist zwar unwahrscheinlich, kann aber trotzdem passieren. Also die Annahme, dass wir innerhalb von 10 Jahren 60-70% der Neufahrzeuge als Elektromobile kaufen, ist ja heute eine, die würden die meisten Menschen ablehnen. Sie würden die als sehr unwahrscheinlich darstellen, und trotzdem muss man sich genau dieser Art von Zukunft widmen. Es gibt eine Zukunft, da fragt man nach den Wahrscheinlichkeiten, was wird sein? Mhm. Und die zweite Zukunft ist eben, was könnte uns überraschen? Mhm. Mhm. Schon bei Aristoteles sagt man oder sagte er selbst, es ist wahrscheinlich, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Mhm. Und das ist eine ganz besondere Art von Zukunft. Und da spielen wir mit unseren Klienten Szenarien durch. Wir spielen Wargames. Mhm. Wargames heißt, wir versetzen uns in die Rolle von echten Wettbewerbern, von Wettbewerbern, die es noch gar nicht gibt. Wir sorgen dafür, dass immer auch ein aggressiver, intelligenter, reicher Chinese dabei ist als Wettbewerber, auch wenn es den noch nicht gibt. Mhm. Mhm. Und dann stellen wir uns vor, wie könnten die unser Geschäftsmodell angreifen? Ja, ja. Man braucht diese Rollenwechsel, man braucht solche Methoden, weil der Mensch sich sehr schlecht selbst überraschen kann. Mhm. Mhm. Und entweder machen eben wir das oder wir holen Menschen, die die Welt neu denken und anders sehen. Oder wir machen solche methodischen Ansätze wie eben Wargames, um Unternehmen, um Menschen in Unternehmen, die Unternehmen führen, zu irritieren, damit sie aus ihren Überzeugungen herauskommen, mhm. gleichzeitig aber auch Chancen erkennen. Mhm. Mhm. Weil das, was ich mir vorstellen kann, ein Wettbewerber gegen mich machen könnte, mhm. erfolgreich, mhm. das ist natürlich auch andersherum gedacht, auch eine Chance für mich. Natürlich, weil ich dann sehr schnell weiterdenken kann. Ich nenne das ganz gern mal das Wettbewerbsmonster, ne? Mal aufzubauen und zu sagen, was wäre denn, wenn der schlimmste Wettbewerber da wäre? Was hätte der eigentlich alles im Kasten, was wir nicht bieten können? Und daraus entwickeln sich dann auch wieder Chancen. Also schöner Ansatz. Jetzt hast du aber erst von zwei Brillen gesprochen. Es gibt noch drei, gell? Ja, genau. Diese beiden Perspektiven, also blaue, rote Zukunftsbrille, die kann man vergleichen wie bei einem Kapitän auf einem Segelschiff, mhm. Oder einer Kapitänstruppe, einer Führungsmannschaft, die schaut eben auf das Meer, die schaut auf den Himmel, auf das Wetter, die Winde, die Strömungen. Das ist alles blau, das sind Dinge, an denen man nichts ändern kann, die man aber sieht und deren Entwicklung man einschätzen muss. Mhm. Die rote Zukunftsbrille könnte man sich vorstellen als das Blut, das fließt, oder das Feuer, das brennt, wenn Piraten das Schiff angreifen. Mhm. Also Dinge, mit denen man nicht rechnet. Mhm. Und das ist beides Zukunft, die draußen passiert. Und jetzt braucht es im nächsten Schritt eine Zukunftsdenke, eine Zukunftsperspektive oder eben Zukunftsbrille, die meine Möglichkeiten aufzeigt und die meine Möglichkeiten erweitert.
Das ist wie im Schach, je mehr Möglichkeiten man hat, desto besser geht's einem, desto größer sind die Chancen zu gewinnen. Und Möglichkeiten, das sind in dem Fall eben Chancen. Zu welchen grünen, fruchtbaren Ländern könnten wir segeln? Was könnten wir aus unserer Firma machen? Was könnten wir aus unserem Produkt machen? Welche Möglichkeiten stellen wir uns überhaupt vor? Welche Karten haben wir auf der Hand? Ich nenne das die grüne Zukunftsbrille. Und das ist eine sehr kreative Perspektive, wo man sich möglichst keine Grenzen setzt, möglichst nicht analytisch daran geht, sondern einfach den Raum der Möglichkeiten aufspannt. Und das ist eine ganz andere Art, die Zukunft zu denken, als wenn ich analytisch Annahmen prüfe. Da bin ich ja schon ganz nah bei dem Thema Vision. Also mir die Zukunft auszumalen mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ja, in der Definition, die wir verwenden, ich nenne das ja das Eltviller Modell, weil ich in Eltville lebe. Ich nenne das die gelbe Zukunftsbrille, das ist dann praktisch die nächste, wo ich mich dann entscheide, zu welcher dieser Destinationen will ich denn segeln. Also Vision ist in unserem Verständnis etwas, wofür ich mich entscheide. Ja. Es braucht also eine Zukunftsperspektive, wo ich sage, was für eine Zukunft ich will. Während ich vorher gesagt habe, was könnte ich machen, sage ich in der nächsten, das ist dann die vierte, die gelbe Zukunftsbrille, da sage ich, was will ich? Und da sage ich zum einen, man kennt diese Begriffe der Mission, der Positionierung, der Vision. Für welche Rolle wollen wir gemeinsam stehen? Was ist unsere Aufgabe in der Welt heute und in alle Zukunft, beziehungsweise bis wir es ändern? Das ist die Mission. Die Positionierung im Sinne von, wie sind wir in dem, was wir da tun, die Aufgabe, die wir für unsere Kunden erfüllen und zum Wohle der Menschheit erfüllen, wie sind wir darin einzigartig? Und im dritten Schritt, wenn ich das habe, was will ich verwirklicht haben? Dann erst sind wir beim Begriff der Vision. Man muss, um das sauber zu trennen und die, wenn man so will, die mentale Architektur zu haben für eine strategische Ausrichtung, brauche ich das in dieser Reihenfolge nach unserer Erfahrung, eben Mission, die Positionierung und die Vision, die dann auch leichter auszuarbeiten ist. Das wird zu oft zusammengeworfen, so dass man sich immer fragt, was ist meine Vision, sich aber gleichzeitig fragt, was ist meine Rolle in der Welt. Wenn man das zusammenschmeißt, dann endet so, wie viele dieser Projekte oder dieser Workshops enden, nämlich im Chaos. Hast du das schon erlebt, dass das im Chaos endet? Die Motivation, unser Eltviller Modell zu entwickeln, war genau das, mein Erleben und mein Leiden darunter, dass ich die Menschen, wenn sie über die Zukunft sprechen, nicht verstehen. Die einen verstehen Vision als etwas, was man niemals erreichen kann, als ein Bild von der Zukunft. Die anderen verstehen Vision als Erscheinungen. Dann gibt es diesen Begriff der Prognose, der Annahme, der Chance, des Szenarios. Und diese Begriffe werfen die Leute sehr stark durcheinander. Und weil die Zukunft aber ja schon ein sehr komplexer Denkgegenstand ist, der komplexeste, den man sich vorstellen kann, müssen wenigstens die Begriffe, mit denen man arbeitet, klar sein. Und dieses Eltviller Modell mit den Zukunftsbrillen und dem Ergebnismodell, die schaffen Ordnung im Kopf. Und vor allen Dingen schaffen sie eine Vereinbarung darüber, worüber man gerade spricht. Und sie helfen auch zu bestimmen, welche Methoden die richtigen sind. Wargames sind gut für die rote Zukunftsbrille. Alles, was Kreativmethoden sind, sind gut für die grüne Zukunftsbrille. Alles, was Entscheidungsmethoden sind gut für die gelbe. Und oft merken wir, oder sehen wir, beobachten wir, und ich habe das ganz am Anfang auch so gemacht, dass man diese Methoden einfach falsch anwendet, für den falschen Zweck anwendet. Und wenn Zukunft nicht klar ist in den Begriffen, das wussten die Philosophen schon ganz lange, seit den Griechen, wenn die Begriffe nicht klar sind, dann führen wir Kriege um Begriffe. Dann bekommen wir eben keine Einigung zustande und auch keine gemeinsame Vision. Meine Erfahrung ist ja, also ich finde das sehr spannend mit deinen Zukunftsbrillen, weil es ja wirklich wahr ist, wir trennen damit die Dinge und machen sie klein genug, um sie auch für uns einigermaßen beherrschbar zu kriegen, so sage ich das jetzt mal. Und meine Erfahrung ist schon auch, dass Menschen und Unternehmen sich sehr, sehr schwer tun,
überhaupt eine Vision für sich zu benennen, beziehungsweise Klarheit für ihre Zukunft zu haben. Wie begegnet dir das? Im Prinzip ist das Problem, das ich beziehungsweise meine Leute und meine Firma lösen oder zu lösen, versprechen und lösen helfen. Denn wenn man ein Führungsteam zusammen hat, dann hat natürlich jeder für sich zumindest eine grobe Vorstellung, ein Gefühl davon, wo es mit der Firma hingehen sollte. Mhm. Also rein physikalisch gesprochen könnte man sagen, jeder ist in der Firma ein Vektor, also eine gerichtete Kraft. Und jeder denkt sich, wo es hingehen sollte und meint das auch gut und meint das auch richtig. Aber es geht eben in verschiedene Richtungen, weil man sich nicht geeinigt hat, wo es hingehen soll. Und das ist ineffizient. Das ist wie, als würde man jemandem 1000 Puzzleteile hinlegen, ihm aber keine Vorlage geben. Mhm. Also jemanden ohne Vorlage puzzeln zu lassen, ist gemein. Aber wenn man jemanden ohne Vorlage puzzeln lässt und den nach Zeit dafür bezahlt, dieses Puzzle zusammenzusetzen, dann ist das dumm, ineffizient. Dann kostet es einfach zu viel. Es ist schlicht, also man könnte das betriebswirtschaftlich sogar an der Umsatzrendite einer Firma messen, wie sehr es gelungen ist, eine gemeinsame Ausrichtung zu schaffen. Und zwar nicht nur intellektuell auf Folien, sondern in Köpfen, Herzen und Bräuchen, dass wir das gemeinsam auch sehen. Du sprichst mir echt aus dem Herzen. Danke. Wie geht man da dran? Das Erste ist, diese Frage, nachdem man sich die Trends angeschaut hat, mit der blauen und roten Zukunftsbrille, schaut man sich an, was könnten denn Richtungen für uns sein? Also ganz wertungsfrei erst einmal alle Möglichkeiten zu sammeln und dann abzuprüfen, welche davon haben denn überhaupt technologisch Zukunft? Welche davon haben vom Kundenverhalten und vom Kundenbedarf her Zukunft? Welche davon passen zu uns? Welche davon passen zu unserer Geschichte, passen zu unseren Fähigkeiten? Bei manchen wird man Fähigkeiten vergessen müssen, andere Fähigkeiten aufbauen müssen. Wir nennen das Ausrichtungskandidaten. Und damit kann man ganz neutral durchspielen, was ein Team, was ein Unternehmen, und das kann eben der große Konzern sein oder der einzelne Mensch, was ein Unternehmen werden könnte in der Zukunft. Und erst wenn man mit diesen verschiedenen Kandidaten, Ausrichtungskandidaten gespielt hat, dann bekommt man ein Gefühl davon oder eben auch eine Bewertung davon, wenn man diese verschiedenen Kriterien ansetzt und das paarweise miteinander vergleicht, bekommt man praktisch wie so eine Art Bundesliga-Tabelle. Dann gibt es eben den Kandidaten, der hat die meisten Punkte. Rein von den Kriterien her gedacht. Und es gibt Kandidaten, die haben die niedrigsten Punkte. Das ist der nächste Schritt, dass man dann das nimmt, was hoch bewertet ist. Dann gibt es immer Trauermomente mancher Leute, die dann sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht unsere Richtung. Und da muss man dafür sorgen, dass es im Prinzip einen maximal unterstützten Kompromiss gibt, dass man sich auf etwas einigen kann und eindeutig ist, es kann nicht jeder dabei seine Vorstellung durchgesetzt haben. Deshalb kann es in solchen Projekten auch durchaus dazu führen, dass Menschen aus so einem Team sich verabschieden und sagen, das ist nicht mein Weg, ihr könnt das gerne machen, aber ich möchte was anderes tun. Genau, ich bin nicht mehr dabei. Habe ich auch schon erlebt, wenn es darum geht, eben miteinander Zukunft zu denken und diese dann auch mal zu manifestieren. Und das ist auch völlig Ich finde das auch total. Also besser so, als eben dann im Kopf und Herz nicht dabei zu sein und vielleicht als, Entschuldigung, fauler Apfel immer wieder zu blockieren, was notwendig wäre. Genau, ich meine, es ist ja letztlich auch eine Gesundung, indem man weiß, hier möchte ich meine Energien oder hier kann ich meine Energie nicht so einsetzen, wie es mir den maximalen Erfolg, wie es mir die maximale Freude bringt. Absolut. Jetzt glaube ich, fehlt uns noch die fünfte Zukunftsbrille oder habe ich das gerade verpasst? Also blau, rot, grün, gelb habe ich. Das war sehr aufmerksam, genau. Also blau, Himmel, Wind, Meer, Wetter, rot, Blut und Feuer von den Piraten, grün, die fruchtbaren Länder, zu denen man segeln könnte.
Gelb ist dann vielleicht die Destination mit dem schönsten Strand oder dem schönsten Sonnenschein, also wo ich hin will. Und die letzte, die habe ich die Violette genannt. Das ist dann die Zukunftsbrille für die Planung. Und wir wissen ja heute, dass die langfristige Planung immer dann, wenn Menschen beteiligt sind, fast keinen Sinn mehr macht. Und so hat man dann mittlerweile eingesehen, dass man agil arbeiten muss. Man muss natürlich vereinbaren, was ist zu tun, was machen wir jetzt als nächstes, bei welchen nächsten Schritt gehen wir auf diese Vision, die wir gemeinsam haben, zu im Rahmen unserer Mission. Aber dann, wenn wir diese Schritte gemacht haben, wenn wir die 2 Wochen oder den Monat oder das Jahr gegangen sind, dann schauen wir uns neu um und definieren die nächsten Schritte dahin. Und deshalb ist Planung in diesem strategischen Sinne etwas, was man auch als Zukunft natürlich sieht, aber es ist eine realistische Planung, die dort sagt, wir einigen uns auf das, was jetzt als nächstes geschieht. Es geht nicht um eine Planung für die nächsten 10 Jahre, sodass man alles durchgeplant hat bis zur Vision, die man dann irgendwann erreicht. Das ist in der Regel unrealistisch. Ja. Und ich nenne das die violette Zukunftsbrille, das kann man dann visualisieren mit den auf einem Segler, mit den Blutergüssen, die man sich zuzieht, wenn man auf einem Segler so richtig zupackt, um den Plan zu verwirklichen. Okay, du hast jetzt auch gerade von Agilität gesprochen. Das heißt, wir brauchen dieses Anpassen, dieses Flexible drauf zulaufen, auf das, was auf uns zukommt, weil sich so viel im Außen ja auch ändert. Und wir, ich nenne das gerne, in einer Zivilisation leben, also so vielen Einflüssen auch ausgesetzt sind, dass wir das nicht mehr unbedingt als Langfristausrichtung festpacken können. Ja, den Begriff der Agilität, den habe ich nicht schon immer verwendet, aber was wir schon immer verwendet haben, ist die Überzeugung, dass der Schritt hin zur Vision eben nicht durchgeplant werden soll, sondern dass Vision eine periodische Baustelle ist. Das ist eine zentrale Regel oder ein zentrales Prinzip. Alles, was ich über die Zukunft mache, denke, sehe, tue, hat immer nur dann einen Wert, wenn es mir jetzt einen Unterschied macht, wenn es mir jetzt hilft. Das ist aus 2 Gründen wichtig. Der erste Grund ist, weil ich dann praktisch was damit anfangen kann. Der zweite Grund ist aber der wichtigere. Nur dann, wenn es jetzt Konsequenzen hat, wenn es mir jetzt hilft, dann kümmern sich Menschen auch wirklich um die Zukunft. Dem menschlichen Gehirn, das muss man so sagen, ist die Zukunft im Prinzip weitgehend egal. Wir müssen uns immer dazu in gewisser Weise zwingen, wenn es nicht einfach aus uns heraus, aus Lust heraus passiert. Da müssen wir uns nicht dazu zwingen, aber da machen wir das auch nicht für die Zukunft, sondern weil es uns jetzt Freude macht. Diese Kurzsichtigkeit, das weiß man aus der neurologischen, aus der psychologischen Forschung, die kann man im Prinzip nur dann überwinden, wenn das, was mein Zukunfts-Ich ist oder in einer Firma das Zukunfts-Wir, wenn uns das emotional wichtig ist, wenn es uns wichtig ist, dass wir in 2, 5 oder 10 Jahren bestimmte Dinge nicht bedauern wollen, dass wir uns nicht schämen wollen, dass wir stolz sein wollen, dass wir uns darüber freuen wollen. Wenn uns das emotional wichtig ist, dieses Zukunfts-Ich und wir, dann handeln wir jetzt auch richtig. Und auch eine Vision ist deshalb oder konsequenterweise nicht etwas, was wir dann unbedingt genauso erreichen müssen, sondern wichtig ist, dass die Vision uns jetzt hilft, koordiniert in eine sinnvolle Richtung zu gehen. Und wenn die Vision dann nur noch wenig weit entfernt ist, spätestens dann müssen wir uns eine neue setzen. Oder spätestens dann müssen wir sie überarbeiten. Spätestens dann müssen wir ihr wieder Kraft geben, damit sie zwar in Sichtweite, aber außer Reichweite ist, damit sie genau diesen Herausforderungsfaktor hat, den sie braucht. Genau, weil wir uns für Zielchen eben nicht auf den Weg machen, sondern es braucht schon mehr und es muss uns, ich nenne das ganz gern, den Beat spüren. Wir müssen also uns erwischen lassen. Und das hast du sehr schön mit Emotionalität ausgedrückt. Es muss uns emotional berühren, sonst rührt sich halt auch nichts. Und das zu schaffen, das halte ich durchaus
für eine sehr, sehr schöne Aufgabe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite durchaus eben auch für eine herausfordernde Aufgabe, um alle davon zu überzeugen, also diese Vision auch zu verkaufen, dass jeder was genügend davon hat, dass er sich miteinander Lust hat, auf den Weg zu machen. Ja. So ist das immer so mein Eindruck. So, jetzt würde ich ganz gern mit dir noch zu einem anderen Punkt kommen. Du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben, also nicht nur eins, sondern sehr viel sechs Bücher, wenn ich es richtig weiß, aber eins davon hat den wunderbaren Titel, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Und da komme ich jetzt zurück zu deinem Anfangsthema der Kurzfristfalle. Was hat dich denn bewogen, so ein keckes Buch zu schreiben? Im Prinzip die Tatsache, dass ich davor immer methodische Bücher geschrieben habe und ich wollte einmal den Versuch starten, es etwas populärer zu machen. Okay. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich unterwegs mich immer gefragt habe, warum handelt der Mensch nicht, auch wenn es absolut logisch und überzeugend ist, dass wir als Firma in diese Richtung gehen müssen, im Großen gedacht oder als Land in diese Richtung gehen müssen und im Kleinen gedacht, dass wir uns so bewegen sollten, so ernähren sollten und so verhalten sollten. Und diese sogenannte Mind-Behavior-Gap, also wir wissen zwar, was richtig ist, unsere Vorsätze sind ja zum neuen Jahr immer gut, es gibt ja keine schlechten Vorsätze. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, was richtig ist, aber wir tun zu wenig dafür. Und dieses habe ich nicht nur beobachtet eben in dieser Perspektive, dass man prokrastiniert und die Aufschieberitis hat, sondern man sieht das eben auch in Organisationen, in Unternehmen, die blind in ihr Verderben laufen. Und für mich war die Frage, warum ist das so? Dann habe ich mich intensiver damit befasst, komme dann letztlich auf die Ursache der Biochemie im Kopf, unser dopaminerges System, treibt uns dazu, dass wir sehr oft der Lust folgen, dass wir sehr oft unseren Gewohnheiten folgen, obwohl wir wissen, was eigentlich richtig wäre. Und wenn man so will, versauen wir uns tatsächlich täglich die Zukunft, weil wir nicht für unser Zukunfts-Ich handeln, sondern weil wir für unser Jetzt-Ich handeln. So kommt dieser Titel zustande. Und es schließt sich aber insofern der Kreis, als dass der erste Schritt, wie ich vorhin sagte, darin besteht, die Zukunft emotional wichtig zu machen. Und ich habe schon, glaube ich, vor 20 Jahren unter meine Mails geschrieben, have a bright future. Und zwar mit Ausrufezeichen und Fragezeichen, nämlich Ausrufezeichen, Sorge dafür, dass du auf eine glänzende Zukunft hinarbeitest, weil dann geht's dir besser, du bist leistungsfähiger, du bist gesünder, du kannst andere mitnehmen. Und jetzt kannst du entweder, wenn du das nicht hast, kannst du warten, bis jemand kommt, der so eine glänzende Zukunft anbietet, oder du musst den zweitschönsten Weg gehen und dir das erarbeiten. Also im Prinzip glaube ich sehr stark daran, ich kann in einem Unternehmen leichter als in einer Psychotherapie, aber ich kann tatsächlich eine glänzende Zukunft für eine Organisation zeichnen. Und das ist enorm viel wert, wenn man sich das Beispiel, das ich vorhin schon nannte, Tesla nimmt. Dieses Unternehmen hat einen enormen Börsenwert, hat aber im Prinzip nur einen Bruchteil an Autos gebaut, wie die anderen großen, hat auch im Prinzip noch nie Geld verdient, also ganz faktisch auch nie Geld verdient, wird pro Auto zigfach höher bewertet als der zweitnächste, das wäre BMW. Und wenn man dann schaut, was unterscheidet das? Es ist schlicht die Zukunftsaussicht, also wenn man so will, die Zukunftsvision dieser Firma. Und wenn man, ich habe mal so eine Rechnung gemacht, kann ich irgendwo mal ablegen noch, verwende das in Vorträgen. Wenn man das sich anschaut und ein bisschen rechnet, kommt man darauf, dass die Vision von Tesla 40 bis 50 Milliarden US-Dollar wert ist. Weil alles andere ist ja gleich. Die anderen haben auch Fertigungsanlagen. Die anderen haben auch Autos mit besseren Spaltmaßen und besserer Qualität im Detail.
Aber das, was man dieser Firma in der Zukunft zutraut, diese glänzende Zukunft, auf die diese Firma zuarbeitet, die sorgt dafür, dass sie viele Fans hat, dass viele Menschen dort arbeiten wollen und dass viele Menschen eben viel Geld für die Aktien bezahlen. Ja. Und wenn man das jetzt als großes Beispiel nimmt, kann ich das aber runterbrechen auf eine Mini-Dimension. Das gilt für mich persönlich. Das gilt für jede kleine Firma. Das gilt für jede mittlere und große Firma in unseren Absolut, ich bin hier. Da 100% bei dir. Ich baue ja Zukunftshäuser mit kleinen und mittleren Unternehmen und auch mit Menschen, die eben in Veränderung sind, um genau das wieder rauszulocken, was da in uns steckt und wo die Emotion auch ist, um eine Zukunft vorstellbar zu machen und, so, und sie so aufzuladen, dass sie auch Lust hat, darauf hinzugehen. Wie machst du das denn eigentlich persönlich, wenn ich dich mal fragen darf, dich um deine gute Zukunft zu kümmern? Ich sehe zu, dass ich praktiziere, was ich auch meinen Klienten predige, nämlich letztlich auch mit dem Elsweiler-Modell mit den 5 Zukunftsbrillen draufzuschauen, was tut sich denn in unserem Markt? Wie wird man diese Wirkung der Hilfe, der Unterstützung bei der Erarbeitung eines Zukunftsbildes, mit dem man dann besser führen kann, mit dem man dann besser strategisch ein Unternehmen führen kann, aber auch Mitarbeiter führen kann. Wie wird man das in Zukunft tun? Wird man unsere Rechercheleistung, werden das Bots machen, und das ist in der Tat so, also passiert heute schon so. Die Wertschöpfung in der Recherche wird letztlich Stück für Stück aufgefressen durch Software. Wird man überhaupt noch Menschen von außen holen im Sinne einer Beratung oder eines Coachings? Wir schauen uns diese Entwicklungen an, die technologisch sind im Wesentlichen, aber auch Marktentwicklungen sind und Klientenverhalten sind. Und dann stellen wir uns vor, wie erfüllt man unsere Aufgabe? Wir sagen, we inspire and equip leaders for vision and strategic foresight. Und dieses Inspirieren und Ausrüsten von Führungskräften mit Vision und der Fähigkeit der Vorausschau, wie wird man das machen? Und diese Wirkung zu erzielen, das machen wir heute auf eine Art, und wir schauen uns dann, wie machen wir das auf die andere Art. Das gilt sowohl für die Firma als auch für mich, weil das im Prinzip meine Lebensaufgabe ist, wenn man so will. Insofern trenne ich das jetzt nicht so. Und meine privaten Dinge, die ja liegen links und rechts davon oder da drüber oder da drunter, das ist im Prinzip alles eins, weil ich diese Trennung nicht wirklich gesund finde. Also wenn jemand von Work-Life-Balance spricht, dann habe ich da immer so meine Zweifel, ob das der richtige Ansatz ist. Ich glaube, man muss die Dinge eher balancieren, aber eben nicht balancieren, indem man das eine strikt vom anderen trennt, weil das muss ich dann, wenn eins davon nicht das, okay ist. Bin ich 100% bei dir. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Eine Work-Life-Balance. Eher ein Integrieren dieser beiden Welten. Dann glaube ich, geht's uns besser, wenn wir es nicht trennend anschauen. Ja, weil ich müsste ja, wenn ich Work und Life trenne, dann das bedeutet ja, dass ich während der Arbeit im Prinzip mehr oder minder widerwillig ein Stück meiner Lebenszeit verkaufe, damit ich eigentlich leben kann. Und das finde ich sehr traurig. Ja. Also die meisten Menschen, die ich kenne, die mit Leidenschaft leben, erfolgreich, glücklich sind, zumindest von außen betrachtet, gerade die sind es, die das eben nicht interessiert. Genau, da ist das eher ein fließendes Miteinander und übereinander, weil dann darf man ja schließlich tun, was einen mit Leidenschaft erfüllt. ich würde dich gerne noch 2 Fragen, also zu Richtung Abschluss fragen wollen. Und das eine ist jetzt nochmal was ganz was Persönliches. Hast du für dich selber ein Ritual, was dich unterstützt, sage ich, selber leidenschaftlich zu bleiben und verbunden zu bleiben mit dem, was dir wichtig ist?
Ja, kann man das Ritual nennen? Ich denke, es ist eine, könnte das eher Gewohnheit nennen. Ich frage mich, prüfe mich, begeistert mich das? Stehe ich morgens auf und freue mich auf die Aufgabe im Gesamten, die ich da habe? Und wenn ich merke, da gibt es Abstriche davon, dann muss ich schauen, woran liegt das? Das ist die eine Prüfung. Das mache ich aber weniger in einem Ritual als in einem, wenn man so will, natürlichen Prozess. Diese Zukunftsbrillen sind ja nicht irgendwie entstanden, sondern das habe ich mehr oder minder an mir beobachtet, an anderen beobachtet. Und ich kann gar nicht anders, als es in diesen Klassifikationen auch immer durchzuprüfen und zu denken. Insofern ist das vielleicht das Ritual. Und auf der anderen Seite habe ich sowohl in der Firma als auch für mich persönlich so eine Art persönliches Zukunftsradar installiert. Das ist dann das, was ich an oder statt Nachrichten lese, dass ich mir anschaue und zusammengestellt habe mit einem Feedreader. Das ist ganz einfache Technologie. Was passiert da? Was tut sich? Was wird anders sein? Worauf muss ich mich einstellen? Was wird 2027, 37 bis 2067 anders sein? Wovon kann ich profitieren? Was muss ich heute tun, um dabei zu sein? Und dieses Einrichten eines persönlichen Zukunftsradars, wie ich das nenne, das sorgt dafür, dass wir oder dass ich in dem Falle permanent angestoßen werde und erst gar nicht in das verfalle, was man so eine Art Lethargie nennen könnte, dass man eigentlich nur noch das fertig arbeitet, was man irgendwann mal konzipiert hat. Sehr cool. Kann das je? Also das ist durchaus eine technische. Also das könnte sich aber jeder einrichten, oder? So ein Zukunftsradar. Oder braucht es dafür irgendwie eine spezielle Software, mit der man das überhaupt tun kann? Also früher hat man Ausschnitte gesammelt und wir haben in der Firma so ein System, das ist in gewisser Weise künstliche Intelligenz, das sich aus dem Internet solche Dinge zusammenzieht und ordnet. Aber wenn man das für sich privat machen will, dann geht man zu Feedly, also Friedrich Emil Dora Ludwig Feedly.com. Das ist ein Feedreader, das ist, glaube ich, 20 Jahre alte Technologie, RSS. Sie findet man auf ihren Webseiten auch und kann sich dann zusammenstellen von TechCrunch und Singularity University und so weiter, kann man sich die Feeds abonnieren und bekommt damit so eine persönliche Zukunftszeitung. Wer sich dann für andere Themen interessiert, wie ich eben auch für Psychologie, für Philosophie, für Geschichte, da gibt es dann auch Blogs. Und dann bekommt man das als Lektüre und eben nicht die täglichen Nachrichten. Und wer sagt, dafür habe ich keine Zeit, dann muss man eben die Tageszeitung abbestellen, weil dem Zukunfts-Ich wird es eben nicht so wichtig sein, dass man jede Strömung mitbekommen hat, sondern es wird eher wichtig sein, dass man später weniger bedauert, Entwicklungen verpasst zu haben. Ein sehr guter Satz. Da komme ich jetzt eigentlich gleich schon zu meiner nächsten Frage. Welche Bausteine bestimmen denn in deinen Augen die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen? Da müssten wir im Prinzip noch mal einen Podcast zu machen, aber ich nehme dich beim Wort. Der läuft dann noch länger, mein Podcast. Also wenn man sich alle Aufgaben in einem Unternehmen als Pyramide vorstellt. Und dann haben wir ganz unten die täglichen Arbeiten und Prozesse, was so alles passiert. Die täglichen Prozesse und Projekte. Und ganz oben hätten wir in der Spitze das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich das, was Zukunftsmanagement ist. Also das Umfeld zu beobachten, Annahmen zu treffen, Überraschungen zu sehen, sich darauf vorzubereiten, Chancen zu sehen, die klare Ausrichtung, die motivierende und zukunftsrobuste Ausrichtung zu entwickeln und die grundlegenden Fokusprojekte zu bestimmen. Ich glaube, das ist der größte, stärkste Hebel. Ich glaube auch, dass egal wie groß das Unternehmen ist, das ist das Einzige, was man nicht delegieren kann. Weil ich kann nicht mir Annahmen kaufen.
Das muss in mir entstehen oder im Führungsteam entstehen. Ich kann mir kaum eine Vision kaufen, für die ich mich leidenschaftlich einsetze. Ich kann mir kaum das Verständnis für potenzielle Überraschungen, Bedrohungen und Chancen kaufen. Ich kann mir die Chancen kaufen, aber die Bewertung mache trotzdem wieder ich. Also ich kann das nicht delegieren. Und ich glaube, dass dieses, was ich Zukunftsmanagement nenne oder Leaders Foresight, also die Vorausschaufähigkeit der Führer, der Führungskräfte, das ist für mich der allererste Punkt. Das ist ja für mich der wesentliche Faktor, von dem letztlich auch alles abhängt. Dann braucht es natürlich auch, wenn man das intellektuell erarbeitet hat, wirkt es noch lange nicht. Es braucht also eine Einigung darauf. Es braucht da rein, wenn man so will, ein Bekenntnis dazu, also die Vektoren zusammenzubringen. Es braucht die emotionale Unterstützung. Es braucht die emotionale Energie, Menschen einladen zu können, dafür begeistern zu können, in diese Zukunft aufzubrechen und für diese Zukunft sich einzusetzen. Und das ist nicht so einfach, wenn man Schrauben herstellt oder Stahlfedern herstellt oder Ketten, dann ist das weniger leicht, als wenn man Autos herstellt oder etwas anderes Emotionales. Nur gehen tut es trotzdem. Die Firma Varema hat daraus gemacht, dass sie Sonnenschutzsysteme als Geschäftsfeld hat, aber sich so versteht und positioniert hat, dass sie sich die Sunlight Managers, also die Sonnenlichtmanager nennen. Das ist ein einzigartiges Verständnis von diesem Geschäft, das kein anderer in dem Markt hat. Wir haben das so mit denen als eine Ausrichtungsoption erarbeitet. Wir haben sich dafür entschieden. Dazu Menschen einzuladen, gelingt viel leichter, als wenn man sagt, wir machen Sonnenschutzsystem. Und dann natürlich, was man nie vergessen darf, man muss schlicht seine Arbeit ordentlich machen. Also Exzellenz in Prozessen und Projekten ist dann wahrscheinlich 98% des Aufwands. Aber diese 2-3%, die man für das Zukunftsmanagement verwendet, sind aus meiner Sicht der größte Hebel. Deshalb haben wir hier auch dieses Verständnis und deshalb sind wir hier oder ich auch dafür so motiviert, weil ich das Gefühl habe und nach meinem Weltverständnis wir an der wichtigsten unternehmerischen Aufgabe arbeiten. Ja, da bin ich 100% bei dir. Das sehe ich ganz genauso, weil alles andere ist vergleichbar, nur das nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen weiterspringe und sage, was ist es eigentlich, was in Zukunft grundsätzlich vielleicht für uns als Volkswirtschaft wichtig wird? Was ist da dein Eindruck? Ich weiß. Auch eine galaktische Frage. Noch ein Podcast. Ich glaube, dass diese Frage, wovon leben wir morgen? Die wir uns als Mensch stellen müssen, die wir uns als Unternehmen stellen müssen. Als Unternehmen dann, was schreibe ich auf unsere Rechnung? Was steht als Rechnungsposition auf unseren Rechnungen? Was ist das, was wir, wofür wir Geld bekommen? Ist das gleiche wie heute oder müssen andere Dinge draufstehen? Ich glaube, dass das ein Land auch sich stellen muss. Wovon leben wir morgen? Vor 100 Jahren musste man in Deutsch publizieren, wissenschaftlich, wenn man gehört und gelesen werden wollte. Da sind wir weit weg von. Vor nicht so vielen Jahren gab es noch ein größeres Maß an Neugier. Es gibt einen Vergleich vom World Economic Forum einiger Faktoren verschiedener Nationen, unter anderem der Neugier und natürlich auch auf das Neue. Und wenn man dann bei Südkorea 100% als Neugierfaktor sieht, dann sind das bei uns etwas mehr als 50%. Diese, plakativ gesagt, die Lust auf die Zukunft, die Lust auf das Neue, ist etwas, das dafür gibt es keine Knöpfe, dafür gibt es keine Hebel, das kann man nicht befehlen. Ich bin begeistert darüber, dass wir im Unterschied zu vor 20 Jahren eine Startup-Szene haben. Das ist natürlich in den Medien präsenter, als es denn als Wirtschaftsfaktor wirklich wichtig ist.
Ich bin froh darüber, dass es diesen starken, auch großen Mittelstand gibt. Das sind ja genau unsere Klienten, die es in Frankreich so zum Beispiel gar nicht gibt, die es in UK so nicht, zumindest nicht so intensiv gibt. Das ist eigentlich schon ein deutsches Phänomen, das gibt es in den USA noch, das gibt es in Japan noch, aber da gibt es nicht so sehr viele. Viele Länder haben eben sehr viele Kleinunternehmen und riesige Konglomerate. Also wir sind da schon ganz gut aufgestellt, aber ich glaube, dass diese Frage, wovon leben wir morgen, was ist das Geschäftsmodell des Landes, das wir uns nicht stellen müssen, aber nicht als Ganzes beantworten können, sondern dass wir ermutigen, Beispiele zeigen sollten, wie man das machen kann. Ich glaube, das ist eine der Aufgaben, das ist eine der Faktoren. Wenn ich sage, es braucht eine klare Ausrichtung für das Unternehmen, dann ist die Summe der klaren Ausrichtungen, der zukunftsrobusten Ausrichtungen, ist dann natürlich auch das Wohl des Landes. Ein Stück weit muss ich es relativieren, weil das Konstrukt der Volkswirtschaft fast zwangsläufig an Bedeutung verliert. Wir werden uns natürlich als Land, als Nation wahrnehmen. Wir werden uns als Deutsche, als Europäer wahrnehmen, aber für die Betrachtung der Strategie sind gerade die großen Unternehmen schon lange nicht mehr national. Und insofern ist es zwar ein unangenehmes Gefühl für viele, wenn die Robotikfirma KUKA oder die Firma Putzmeister jetzt Chinesen gehört. Aber wirklich schlimm ist es nicht, solange sie hier Arbeitsplätze bieten. Solange sie hier bleiben und das Know-how hier auch seinen Platz hat, ne? Genau, ich meine, wir haben letztlich ja noch einen sehr guten Ruf. Wir müssen aufpassen, dass es eben kein Museumsimage wird. Und wenn ich gerade wieder das Beispiel Elektromobilität nehme, man hat hier schon und tut es eigentlich auch immer noch sehr stark an dem festgehalten, was man hat. Das ist normal. Das ist normal, weil da bin ich wieder bei unserer Biochemie im Kopf. So sind wir eben. So würden das andere auch machen. Und was uns da ein Stück weit fehlt, ist diese für viele sehr verrückt aussehende Strategie, die eben so eine Firma Tesla oder ein Elon Musk fährt. Das wäre wahrscheinlich in Deutschland so nicht gut gegangen. Dann hätte man einfach abgeschnitten, die Firma hätte man zugemacht oder jemand hätte sie übernommen, weil wir einfach mehr Angst haben. Also der Mensch hat ja mehr Verlustangst als Gewinnlust, prinzipiell. Das gilt nicht nur hier für unsere Breitengrade. Nur wir haben schon eher die Tendenz, eben aus dem Erreichten zu leben und auf das Erreichte stolz zu sein, was ja auch seine Berechtigung hat. Aber diese Neugier, dieser Hunger, diese Lust auf Neues, Lust auf Entwicklung, das ist, glaube ich, das, was uns insgesamt fehlt. Aber es gibt dafür eben keine Knöpfe. Das kann man im Kleinen, da muss jeder letztlich in seinem Umfeld, da wo wir, jeder von uns gestalten kann, müssen wir das und dürfen wir das voranbringen. Deshalb kann man dazu im Prinzip nur ermutigen und hoffen, dass es in der Summe. Ja, da hast du jetzt gleich auch schon einen wunderbaren Zukunftstipp für meine Hörer dagelassen. Eben bleiben Sie neugierig, meine Damen und Herren, weil wir leben nun mal in einem satten Land und außenrum sind sie noch nicht ganz so satt, gell? Und da gibt's noch einiges an Neugierde und auch einiges an Hunger. Und da dürfen wir durchaus achtsam sein, dass wir weiterhin auch diese Faszination, die in uns steckt, nach außen tragen und vor allen Dingen auch wieder nach oben holen. Das, denke ich, ist ein wichtiger Faktor. Lieber Piero, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all diesen wunderbaren Input. Ich hätte noch so viel tausend Fragen auf den Lippen, aber ich glaube, da müssen wir wirklich noch mal reden. Also auch was vielleicht
Pioniere eben, dass Visionen bei Pionieren immer so ein bisschen einfach sind, etc. etc. Aber ich höre jetzt auch schon wieder auf, weil ich glaube, dazu bräuchte es echt eine weitere Folge. Aber du hast zu all den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, auch Bücher geschrieben. Du hast zu deinen 5 Zukunftsbrillen ein Buch geschrieben. Du hast eben das, was ich eben angesprochen habe, ein Buch geschrieben. Das alles, meine Damen und Herren, finden Sie in den Shownotes. Das verlinken wir, sodass Sie da auch nochmal hinschauen können. Und du hast auch für neugierige Menschen ein offenes Seminar oder vielmehr einen Dreiteiler. Magst du uns dazu noch ganz kurz was sagen? Diese Seminare sind relativ neu. Ich habe vor vielen Jahren, über 15 Jahren, schon mal Seminare gemacht, habe das aber dann eingestellt, weil ich einen anderen Fokus hatte, nämlich unser Projektgeschäft nach vorne gebracht habe. Und diese Seminare sind jetzt das Bedürfnis weiterzugeben, was wir in diesen Hunderten von Projekten mit in der Regel sehr renommierten, tollen Unternehmen gelernt haben. Die gliedern sich in Schritt 1, das Zukunftsseminar. Das sind 2 Tage, die ein gutes Verständnis dafür bieten sollen, was insgesamt auf uns zukommt, also branchenübergreifend, und für jede Teilnehmerin, jeden Teilnehmer die Möglichkeit schaffen, das jeweils auf sich zu beziehen. Also was bedeutet KI, Machine Learning, was bedeutet Robotik, was bedeutet Elektromobilität, was bedeuten Blockchains und Distributed Ledgers, was bedeutet das für mein Geschäft oder für meinen Beruf? Seminar 2. Heißt das Visionsseminar, macht im Prinzip den 2. Schritt. Also ich habe mich dann umgesehen im 1. Seminar und bestimme meine Rolle in der Zukunft, meine Mission, Positionierung, Vision und definiere mich beziehungsweise mein Unternehmen mit der Methodik, die wir auch in Projekten verwenden. Und das 3. Seminar heißt das Führungsseminar, das heißt, wie bringe ich das zu Menschen? Wie nehme ich Menschen mit? Also Seminar 1 ist, was kommt auf uns zu? Seminar 2 ist, wovon leben wir morgen? Seminar 3 ist, wo führen Sie Und hin? Du warst sehr so freundlich und sagst, dass wir meine Hörerinnen und Hörer, wenn sie Interesse haben an deinem Seminar, auch einen Nachlass kriegen, und das schreibe ich dann auch in die Shownotes. Das hat nämlich einen gewissen Zeitraum. Also seien Sie neugierig und schauen Sie bitte in die Shownotes dazu. Und ja, genau, das machen wir jetzt schon ein bisschen geheim. Eben um die Neugierde am Leben zu halten oder weiterzutreiben, gell? Liebe Piero, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir im Studio warst, dass du deine Zeit und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich finde es großartig, ich bin ganz angetan, weil wir natürlich ähnliche Inhalte haben, die wir zu den Menschen tragen. Und ich glaube, je mehr wir werden, umso besser kann das gelingen. Und darüber freue ich mich sehr, weil ich es wie du als für eine sehr, sehr wichtige Aufgabe halte, um eben eine Zukunft zu gestalten, die wir uns eben auch wünschen. Ja, von daher, meine Damen und Herren, dies war wieder die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft, heute mit Dr. Piero Micic. Dir, lieber Piero, sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich jetzt eine wunderbare Zeit. Bleiben Sie, wie gesagt, neugierig, schauen Sie in die Shownotes und entdecken Sie, was für Sie in der Zukunft möglich ist. Bis bald, bis zur nächsten Woche, Ihre Silvia Zielkowski. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.